Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Samstag. Ich habe viel vor heute, ein bisschen produktiv sein und so. Deswegen nehme ich euch heute mit. Ich habe auf Insta eine Umfrage gemacht, welche Videos ihr mehr feiert. Vlogs oder Lava-Videos habe ich es genannt. Also so über welche Themen. Und da waren eigentlich fast alle der Meinung, also 80%, dass Vlogs cooler sind. Was ich überraschend fand, weil so Lava-Videos viel besser ankommen. Aber ich dachte, wenn euch das besser gefällt, wenn ich euch damit mehr entertainen kann, mache ich jetzt mehr Vlogs als Lava-Videos. Von daher kriegt ihr jetzt erstmal einen fetten Vlog. By the way, finde ich hier gerade voll die Belichtung richtig krass. Es ist Mittag, wir haben so 12:30 und wir haben geiles Wetter, gefühlt 20 Grad draußen, bin ich ehrlich. Also es sind locker 18, denke ich. Und ich feiere das richtig. Ich finde, so gutes Wetter gibt richtig gute Laune. Von daher lieben wir, richtig geil. Und ja, wie gesagt, habe ich heute viel vor, also haushaltsmäßig. Meine Mom ist arbeiten, deswegen muss ich heute ein bisschen was übernehmen. Ich muss gleich erstmal die Spülmaschine ausräumen und dann muss ich, also ich wollte noch ein Video heute aufnehmen, was ich schon aufgenommen habe, aber die Dateien lassen sich irgendwie nicht übertragen, keine Ahnung. Deswegen muss ich es nochmal aufnehmen, da soll es ein bisschen um Social Media gehen. Von daher mache ich das nachher nochmal. Dann muss ich ein bisschen was für die Schule machen, ich muss eine Präsentation anfangen. Für Kunst, also nichts Krasses, aber ich meine, notentechnisch sind Präsentationen ja immer ganz gut, von daher machen wir das heute. Und ich wollte mein Zimmer durchsaugen und generell oben überall durchsaugen. Und ich habe überlegt, ein Video zu machen, weil ich finde mein Zimmer schon ganz cool, aber es gibt ja so momentan, irgendwie sind ja so ästhetische Zimmer und so voll im Trend so mäßig. Und ich finde mein Zimmer ganz geil, aber es gibt so Ecken, wo ich einfach nicht weiß, was ich mit denen machen soll und die sehen halt so trashig aus. Und wenn alle momentan hier so viel Ahnung haben von so ästhetischen Zimmern, dann könnt ihr ja gerne mal, könnte ich vielleicht ein Video machen, wo ihr sagt oder ihr Ideen in die Kommis schreibt, was ich mit diesen Ecken machen könnte, was man da kaufen könnte. Ich wollte mir vielleicht auch einen Spiegel holen, ich weiß nur überhaupt nicht, wo der hin soll und so. Deswegen könnte man da so ein Projekt machen, so ein bisschen, das wäre ganz geil. Wollte ich mal gucken. Dann wollte ich auf jeden Fall noch rausgehen heute, bei dem Wetter natürlich. Ich wollte mit Kira, also meinem Hund, auf jeden Fall gehen. So, Freunde, ich habe jetzt unten die Spülmaschine gemacht. Ich muss jetzt noch durchsaugen, die ist halbe Haus gefüllt. Also mein Zimmer, den Flur, Bad, Ankleidezimmer und so. Hab nicht so Bock, bin ich ehrlich. Staubsaugen ist nicht so meins. Und danach geht's aber mit Kira raus, da habe ich irgendwie richtig Bock drauf, weil das Wetter einfach so richtig bockt. Und es wirklich warm ist und das richtig, richtig, richtig geil. Von daher wird das richtig cool rauszugehen. Ich glaube, ich werde auch eine richtig große Runde gehen. Auf jeden Fall cool. Und ja, ich glaube, ich versuche trotzdem auch ein bisschen produktiv für die Schule zu sein. Aber das werde ich heute etwas hinten anstellen, weil einfach, come on, man muss den Tag genießen, es ist Samstag. Es ist eh so viel Stress und so, wegen Schule bald, wegen Klausurenphase. Da kann man sich auch so einen Samstag mal gönnen. Von daher wird cool. So, Freunde, ich bin jetzt fertig. Ich glaube, ich schreibe jetzt erstmal eine To-Do-List, damit ich nicht vergesse, was ich alles machen will. Und ich glaube, ich sortiere gleich mal ein paar Filme aus, weil mich halt auch eine Ecke meines Zimmers richtig annervt. Und ich glaube, ich da erstmal ein bisschen Platz schaffen möchte. Also es ist halt diese Ecke hier. Hier ist mein Bett. Und hier steht irgendwie alles voll. Und klar, manche Sachen sind auch cool. Also meine PlayStation steht hier und so. Aber es sieht so weird aus. Wisst ihr, was ich meine? So voll einfach. Und ich glaube, ich sortiere einfach mal ein paar Filme aus, damit hier ein bisschen mehr Platz ist. Damit nicht alles so mega vollgestellt ist. Das bleibt natürlich BAZ. Und mein Pablo-Poster und so. Das bleibt auf jeden Fall. Aber dahinter sind so Filme, keine Ahnung. Und hier meine Gewichte, vielleicht können die da noch irgendwie mit rein oder so. Ja, mal gucken, ich guck mal eben ein bisschen. Okay, Freunde, ich habe ein paar Sachen aussortiert, da sind auch noch alte Bücher drunter. Aber ich habe viele DVDs und alles sowas aussortiert. Ich könnte gefühlt einen Stand machen und da Sachen verkaufen, Flohmarktstand. Aber hier gibt es irgendwie im Moment sowas nicht. Das heißt, das alles muss ich jetzt versuchen, auf eBay zu verkaufen. Ich hoffe, ich kriege da jeweils so 2 Euro von. Ich gebe euch nächstes Mal ein Update, wie es so läuft mit dem Verkaufen. Bis jetzt läuft es nicht. Aber wir werden sehen. Es sieht auf jeden Fall jetzt viel entspannter aus. Also, ja, ich habe es jetzt noch nicht schön gemacht, aber da ist jetzt auf jeden Fall weniger. Ich habe auch die Boxen da weggenommen. Aber sonst sieht es auf jeden Fall entspannter jetzt aus. Ja,
Aber die passen da eh nicht rein, deswegen müssen die da eh bleiben. Aber ja. Es sind ja 22 Grad draußen und ich bin echt am Überlegen, ob ich irgendwie eine kurze Hose anziehe. Aber ich bin mir unsicher, dass es nicht, dass es irgendwie zu kalt ist. Ich weiß nicht. Ich hatte dieses Jahr noch gar keine kurze Hose an, keine Ahnung. Okay, Friends, ich habe mich echt für eine kurze Hose entschieden, aber die halt über die Knie geht, so ein bisschen, also ein bisschen länger ist. Ja, dafür, das halt nicht ganz kurz ist mäßig. Crocs Standard, aber ich ziehe gleich noch andere Schuhe an. Crow T-Shirt. Und jetzt geht's los mit Kira. Kira, hast du Bock? Wollen wir raus? Hast du Bock? Ja, let's go. Alright, Freunde, ich bin jetzt draußen. Es ist richtig geiles Wetter. Also gerade ist ein bisschen bewölkt und windig, aber es ist trotzdem warm. Eben hat fett die Sonne geschienen. Es war richtig geil. Ich bin jetzt eine Stunde mit Kira gegangen. Ja, gleich zu Hause mache ich ein bisschen Schulsachen oder so. Und dann mal gucken. Aber auf jeden Fall sehr entspannter Tag und geiles Wetter. Okay, Freunde. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen die Präsentation gemacht, angefangen. Ich habe ein bisschen YouTube geguckt, ein bisschen gechillt. Und jetzt mittlerweile ist es auch schon 18 Uhr. Das heißt, ja, es ist schon Abend. Ich habe eben auch noch ein paar Dinge auf eBay gestellt, ein paar DVDs. Und ja, ich denke, jetzt werde ich das YouTube-Video aufnehmen, was ich gestern schon aufgenommen habe, wo die Dateien weg sind, dass ich das gleich noch schneiden kann und heute noch hochladen kann. Und dieser Vlog wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag dann online kommen. Also schön produktiv bleiben. Und ja, alles entspannt, ist immer noch geiles Wetter draußen, ist nur jetzt langsam ein bisschen bewölkt und es wird ein bisschen kälter, aber ist immer noch cool. Freunde, ich melde mich auch mal wieder. Es ist mittlerweile 22.15 Uhr und ich habe mein Video endlich fertig geschnitten. Oh mein Gott, es war ein Kampf, wirklich. Also ich habe das Video aufgenommen, also das Social Media Video, nochmal. Und ich konnte es irgendwie nicht, also ich airdrop das dann immer auf meinem iPad, weil ich keinen Speicher auf meinem Handy habe. Und dann nehme ich das auf Snapchat auf und ja, alles ein bisschen kompliziert. Aber ich konnte es irgendwie nicht mehr für mein iPad airdroppen, also musste ich das an meinem MacBook airdroppen. Da habe ich es dann mit CapCut geschnitten, das mache ich sonst auf dem iPad. Aber es ist so kompliziert auf dem MacBook. Ich saß locker eine Stunde an dieser Bearbeitung, wo ich sonst eine halbe Stunde brauche. Also es ist geil, über MacBook ein Video hochzuladen, weil man mehr Möglichkeiten hat, in YouTube Studios da noch was zu machen. Aber das Schneiden, Freunde, ganz ehrlich, das war krass. Aber ich habe es fertig gemacht, es lädt gerade hoch. Morgen geht's aufs Provinzkonzert, ich bin richtig hyped. Ja, richtig cool. Tja, jetzt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch mache. Irgendwie, ich möchte produktiv sein, ich bin noch richtig wach, Leute. Guten Morgen, Freunde. Wir haben jetzt Sonntagmorgen und ich habe mich gerade dazu entschieden, einen Weekend-Vlog zu machen und nicht nur von einem Tag, sondern von beiden Tagen. Deswegen, guten Morgen. Wir haben es gerade 9 Uhr, ich bin super müde. Ich habe gestern Nacht nicht mehr gefilmt, weil ich da auch super müde war, aber es hat ewig gedauert, bis ich dieses Video hochladen konnte, weil mein Internet immer so scheiße ist. Und das war dann, glaube ich, so circa 0 Uhr, 0:30 Uhr online. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgetüftelt. Keine Ahnung, ich finde die Analysen immer voll interessant. Und auf MacBook, also wenn man das so auf MacBook macht, ist das noch irgendwie viel, viel mehr als auf dem Handy. Von daher habe ich das alles mal ausgecheckt und dann habe ich noch gelesen. Und dann wurde es ganz spät so. Von daher bin ich ein bisschen müde. Aber egal, es gibt jetzt Frühstück. Freue mich. Und ja, dann gucken wir, was der Tag so bringt. So, Freunde, ich habe mich jetzt halbwegs ready gemacht. Ich war jetzt nicht duschen, das mache ich danach. Aber jetzt gehe ich erstmal mit Kira. Ich habe halt meine Schlafklamotten umgezogen und so und war Zähne putzen und so. Und jetzt gehe ich erstmal, es ist jetzt 11 Uhr, schön entspannt auf den Sonntag. Ich bin mega aufgeregt wegen dem Konzert. Richtig krass. Provinz wird richtig geil. Das dritte Mal, dass ich die live sehe. Ich habe auch schon mit den Jungs gesprochen auf einer Demo. Sehr sympathisch. Und ja, ich freue mich. Ich bin trotzdem müde, weil ich nicht so viel geschlafen habe wegen diesem blöden Video, was nicht hochladen konnte. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. So, Freunde, ich habe mich jetzt ein bisschen fresher gemacht. Ich war duschen und so. Und ich bin ein bisschen müde, immer noch. Wir haben jetzt 14.30 Uhr. Ich mache gerade Pommes im Ofen. Und dazu mache ich mir ein veganes Cordon Bleu. Damit ich auch heute Mittag ein bisschen was esse. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Hunger, aber heute Abend ist ja Konzert. Und wenn man dann nichts Richtiges gegessen hat, ist nicht gut.
Das heißt, wir machen uns jetzt fett was richtig Leckeres. Und dann sind wir ready für nachher. Ich habe gerade gesehen, es fallen super viele Züge aus. Ey, wie immer, richtig nervig. Aber egal, wir schaffen das. Aber ich nehme extra einen Zug vorher. Und so, und bla bla bla. Aber ich habe Bock, wird sehr cool. Ich gehe, glaube ich, mit sehr coolen Leuten. Ja, wird sehr cool. Ich freue mich. Und ich bin müde. Ich habe jetzt aber auch Produktives was gemacht. Mein Deutsch ist auch wieder voll am Start. Ich habe mein Deutschbuch fertig gelesen. Englischbuch habe ich jetzt noch nicht fertig gelesen, aber gucke ich gleich so ein bisschen rein. Präsentation habe ich mit meinem Kumpel weitergemacht für Kunst. Schöne Grüße an Ronald. Und ja. So, Friends, es ist jetzt 16 Uhr. Ich habe jetzt gegessen und ein bisschen Netflix geguckt. Und jetzt muss ich langsam packen, weil in einer Stunde kommt mein Zug. Aber ich nehme nicht so viel mit, weil ich das sonst super nervig finde, wenn man super, super viel dabei hat. Von daher zeige ich euch mal, was ich so mitnehme. Also ich nehme diese Bauchtasche mit, ganz normal von Eastpak. Dann Traumzucker, ganz wichtig, falls irgendwas passiert, falls man irgendwie umkippt oder so. Sind die echt Lifesaver. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Portemonnaie natürlich, auf Standard, braucht man halt immer. Mein Ticket, natürlich. Ich meine, ohne Ticket kommt man nicht rein. Und mehr nehme ich eigentlich auch nicht mit. Ich nehme nur das mit, ich nehme meine Kopfhörer noch mit und dann passt das. Okay, Freunde, ich hoffe, man hört mich. Ich bin jetzt im Zug auf dem Weg zum Konzert. Es ist unfassbar warm. Ich habe mich jetzt für eine kurze Hose und ein T-Shirt entschieden und ich habe einen Hoodie dabei und natürlich meine Sonnenbrille, von daher voll cool. Und ja, jetzt muss ich eine Stunde nach Hannover fahren und dann bin ich da. So, Friends, ich habe gerade gesehen, dass ich gar keinen Abschluss von diesem Video hatte, deswegen folgt er jetzt. Das Konzert war richtig cool, ich habe nicht so mega viel gefilmt, so vorher und nachher, weil ich halt mit Leuten da war und sonst ist das ein bisschen weird. Und zu Hause habe ich auch keinen Abschluss mehr gedreht, weil ich unfassbar müde war. Ich war um 1 zu Hause und am nächsten Tag hatte ich ja Schule, von daher musste ich auch schnell ins Bett mäßig, so, weil wer feiern kann, kann auch arbeiten. Und deswegen war aber trotzdem ein sehr cooles Wochenende, war produktiv wie immer, hat Spaß gemacht, Provinzkonzert eh immer cool, von daher sehr nice. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Weekend-Vlog war auch mal ganz cool, vielleicht mache ich das öfter, weil ihr wollt ja auch mehr Vlogs sehen. Und ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Tag. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Kommentiert irgendeine Scheiße, ihr wisst, dass ich das mag. Und ja, liked das Video oder so. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und Leben und ja,